Derzeit gab es in der Zeit, der Wochenzeitung Die Zeit, sehr scharfen Artikel über die Bonner Universität, die Thomas Mann verstoßen hatte, indem sie ihm die Ehrendoktorwürde aberkannt hat, 36. Zweiter Fall war ein Germanistikprofessor, der faschistische Texte publizierte, ein Liederbuch mit HJ-Liedern herausgegeben hat in der Zeit des Faschismus. Und später dann sich ja dann auffällig wurde durch eigenartige Thesen, dass zum Beispiel eine Zweitsprache hindert, wirklich tief empfunden, Deutsch zu denken, Deutsch zu fühlen. Also das war so das Präludium, das war so die Eröffnung meiner Politisierung. Es gab gar keine SDS-Gruppe in Bonn, weil 61 hat die SPD sich getrennt von ihrer Studentenorganisation, dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund, und hat dort eine sozialdemokratische Gruppe dann draus gemacht. Und dann habe ich die SDS-Gruppe in Bonn 66 gegründet. Dann fing ein neues Leben für mich an. Ich bin dann erstmal nach Norwegen auf eine Hütte gefahren von Freunden und hatte mir den Rucksack voll Bücher, den jungen Marx mitgenommen, und da war meine innere Revolution, vollzog sich dort dann in der Lektüre von Marx und Marcuse, ein Buch über die Sowjetunion und diese stalinisierte Form von Kommunismus, und zurückgekehrt nach Bonn, fing dann die politische Aktivität an. Ich habe die Gruppe gegründet, es waren 15, 20 Leute sehr schnell, und wir haben dann erstmal Texte gelesen und uns in die Geschichte der Arbeiterbewegung vertieft, dann eine erste Veranstaltung gemacht zum Vietnamkrieg. Ja, und ab da fing ein Leben an, das mit dem, was ich vorgeführt hatte, nichts mehr gemein hatte. Sie haben jetzt beschrieben, wie zu Beginn Ihrer Studienzeit Sie eigentlich eher ein konservatives Weltbild hatten und dass dann vor allen Dingen über die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit eine Politisierung sich eingestellt hat. Nun hat diese Politisierung in Bonn stattgefunden, wie Sie das auch beschrieben hatten. Das wäre für uns dahingehend interessant, nochmal nachzufragen, weil wir in unseren bisherigen Interviews vor allen Dingen über Berlin und Frankfurt als zwei Zentren der 68er-Bewegung besprochen haben. Unter welchen Bedingungen hat sich das denn in Bonn dargestellt? Und das findet ja von einem Hintergrund statt, wo Bonn als Hauptstadt gewissermaßen, wo ja Verwaltung und alles Mögliche da ist, was sicherlich auch besondere Bedingungen gewesen sind dann. Bonn war eine Provinzuniversität, große, mit 16.000 Studenten, mit einer großen geisteswissenschaftlichen Vergangenheit. Karl Marx war Student in Bonn. Es gab andere große Demokraten, die dort studiert haben. Es war gleichzeitig eine Universität, die absolut konservativen Lehrkörper hatte. Ich habe keinen einzigen Historiker in dieser Zeit kennengelernt, zu dem ich ein wissenschaftliches Zutrauen hätte fassen können. Bei den Literaturwissenschaftlern gab es einen prominenten Professor, der auch Nazi gewesen war in der neueren Literaturwissenschaft. Es gab einen Immigranten, der zurückgekehrt war, einen jüdischen Immigranten, wo gerade mal 8, 9 Studenten saßen, der andere hatte 500, 600. Ein psychologisches Institut, das war ein Nazi, der Professor gewesen. Ein Soziologe, der hat immer nur über einen einzigen Theoretiker, Sorel, gelesen, der Spezialist für Fragen der Gewalt war, auch so ein Präfaschist. Es war wirklich eine reaktionäre Universität. Und gleichzeitig war sie von den jeweiligen Bundesregierungen okkupiert worden, wie so ein Schaufenster, nicht? Wenn Staatsgäste da waren, die Interesse hatten, dann wurden die vermittelt an die Universität. Ich habe den ersten Franco-Faschisten dort erlebt, den Außenminister Spaniens, der dort einen Vortrag gehalten hat, den ersten Portugiesen erlebt, portugiesischen Faschistenminister. Und natürlich alles, was wir an der Universität machten, wurde registriert, dann im politischen Zentrum. Er hat ziemlich starkes Echo ausgelöst. Und entsprechend waren die Reaktionen dann natürlich auch der Unileitung, den schlechten Eindruck, den wir also ständig produzierten, die Skandale, die wir produzierten oder auf die wir hinwiesen, die nach Möglichkeit zu verdecken. Also es gab einen Mediziner, zum Beispiel einen Medizinerprofessor, der ein flugmedizinisches Institut leitete in der Hauptsache und als Gastprofessor an der Universität war. Der hatte im KZ Dachau Menschenversuche angestellt. Also was passiert in 10.000 Meter Höhe, für die Luftwaffe offensichtlich, wenn dann einer sozusagen ausspringt, mit dem Fallschirm absteigt. Was passiert mit Wasser, 2 Grad Kälte, 2, 3 Grad Kälte, wenn einer also von Bord stürzt. Menschenversuche gemacht, die also auch in Mitscherlichs Buch Medizin ohne Menschlichkeit auftauchten. Und die Uni versuchte immer, unsere Aktionen, die solche Skandale dann offenlegten, dann zu verdecken und zuzudecken, beziehungsweise die Repression war unglaublich stark, die uns von weiteren Aktionen dieser Art abhalten sollte. Ich
habe zum Beispiel als Heinrich Lübke, der war Bundespräsident damals, der wurde zum Ehrensenator der Bonner Universität ernannt und zur gleichen Zeit brachte der Stern eine große Reportage über Heinrich Lübke in der NS-Zeit. Der gehörte zu einer Baugruppe, die KZ-Baracken entwarf und baute. Und es waren Originaldokumente, kopiert, die aus der DDR natürlich kamen. Und wir haben den Rektor aufgefordert, diese Ehrendoktorwürde sofort zu kassieren. Er hat nicht geantwortet und dann haben wir ihn mit 5 Leuten besucht. Und im Rheinland war ein anderer Umgangston als in Frankfurt oder in Berlin. Als ich die Sekretärin dann fragte, weil der Rektor nicht da war, ob wir in dessen Amtszimmer warten könnten, auf ihn, sagte er, bitte meine Herren, gehen Sie rein. Und wir saßen dann da und entdeckten das Ehrenbuch der Bonner Universität, fanden den Eintrag, wo Lübke sich eingetragen hatte als Ehrensenator und haben drunter mit Kugelschreiber geschrieben, KZ-Baumeister. Und dann sind wir wieder rausgegangen, haben uns verabschiedet, freundlich von der Sekretärin und irgendeine von den 5 hat also einer Zeitung dann davon berichtet. Und dann wurde ich sofort von der Universität geschmissen, weil ich als Redelsführer galt. Und der Unirichter, der mich relegiert hatte, von der Universität sofort gewiesen hat. Das war selbst ein alter Nazi gewesen und der hat in Jena, ein Jena Professor gewesen und hatte für Hitler, das habe ich dann damals rausgekriegt, ein Gutachten verfasst, dass Van der Lubbe, der Reichstagsbrandstifter, der angebliche, sofort hingerichtet werden konnte, ohne große Prozesse und ohne Rücksicht zu nehmen, dass er nach einer Regel hingerichtet wurde, die es gar nicht gab. Und wir haben dann dieses Gutachten rausgefunden und haben das dann auf einer großen Vollversammlung dann präsentiert. Dieser Unirichter, der hat sich dann aus Gesundheitsgründen dann verabschiedet. Ich wurde wieder an die Universität dann zugelassen. Aber das war natürlich ein Skandal, der im politischen Bonn, also im Regierungsbonn, eingeschlagen ist wie eine Bombe. Der Skandal hat sicher Einfluss darauf genommen, dass Lübke dann sich nicht mehr zur Wahl gestellt hat, weil dieser Begriff KZ-Baumeister, der schafft es dann in die Schlagzeilen. Und das war, wie gesagt, ein sehr ambivalentes Verhältnis, Universität und Bundesregierung und Parlament, Bundestag. Das war unsere Kampfzone. Alles, was wir an der Uni machten, wurde sofort in die Politik dann übertragen. Die Beate Glasfeld kam damals von Paris, weil sie wusste, es gibt eine SDS-Gruppe in Bonn. Und ich habe sie zum Bundestag geführt, wo sie dann versuchen wollte, von dort gegen Kiesinger, der ja dann Bundeskanzler wurde, den Nazi Kiesinger, den in irgendeiner Weise bloßzustellen. Sie hat es dann nachher erst gemacht, weil im Bundestag war es nicht möglich. Aber ich war sozusagen der Pfadfinder. Und dann hat sie später auf einem Parteitag in Berlin dem Bundeskanzler dann eine Ohrfeige versetzt. Also insofern waren wir involviert in diese ganze Geschichte. Und wenn irgendwelche Geheimdienste, der iranische Geheimdienst zum Beispiel, der Studenten verschleppte, scharf feindliche Studenten, dann haben wir Aktionen unternommen, die Botschaften, eine südkoreanische Botschaft, die in so eine Geheimdienstaffäre hinsichtlich ihrer eigenen Studenten verwickelt war. Wir haben die koreanische Botschaft zum Beispiel einfach mal besetzt. Oder wir haben die libysche Botschaft, es gab viele Exilstudenten, wir haben jeden Tag einen Spaziergang gemacht von der Mensa dorthin, haben die besetzt, haben die Bilder des Königs aus den Fenstern geschmissen und so. Also das war eine andere Szene als in Frankfurt oder eine andere Szene als in Berlin. Wir waren mit der Politik sozusagen direkt konfrontiert. Es gab eine 150-Jahr-Feier und die Universität hat alle Rektoren der Welt, die sie kannte oder von denen sie meinte, es wäre wichtig, hat sie eingeladen, darunter auch 2 des neuen faschistischen Regimes in Athen. Und wir haben Spalier gebildet. Jeder Professor, jeder Rektor, der durch das Spalier ging an der Uni, wurde von uns mit der Tatsache, dass da faschistische Rektoren aus Griechenland teilnehmen, die alle fortschrittlichen Kollegen an ihren beiden Universitäten sofort haben raussäubern lassen und vertreiben lassen. Wir sind dann schließlich in den Festsaal, wo diese Zeremonie stattfand, auch eingedrungen, haben eine Türe aufgesprengt und die griechischen Rektoren haben fluchtartig das Gelände verlassen und für die anderen war die große Feier vorbei. Das war eine Spezialsituation, die unseren Aktionen natürlich auch ein sehr großes Echo dann beschert hat. Aus diesen Erzählungen und aus diesen Erinnerungen merkt man ja auch, wie zentral auch die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, der nationalsozialistischen Vergangenheit war für Protagonisten von 1968, zum Beispiel Hannes Heer, der jetzt hier am Telefon ist und mit uns spricht. Nun ist es aber bei Hannes Heer noch ein bisschen überspitzter, denn es gibt einen Film,
der auch in Halle demnächst zu sehen sein wird, der eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Vater quasi verfilmt hat oder inszeniert hat. Mai 1968, ein verspäteter Brief an meinen Vater, ein Film, der 1988 veröffentlicht wurde. Der Vater von Hannes Heer, der Hannes Heer enterbt hat, weil der eben aktiv ist im SDS. Welche Geschichte wird da wie in dem Film erzählt? Ich habe 1966 erfahren aus einem Zeitungsartikel, dass mein Vater Mitglied der NSDAP war. Der ist dann Schützenkönig geworden und hat eine Rede gehalten, sich bei Adolf Hitler dann bedankt, dass das Deutschland wieder so stark und mächtig geworden ist. Ich habe ihn damals danach gefragt, er hat nicht geantwortet, warum er in die NSDAP gegangen ist. Ich wusste, er war im Krieg, nicht in der Sowjetunion, dann wäre er zum Täter und Verbrecher geworden. Wie wir wissen, er war auch nicht in Jugoslawien, nicht in Griechenland, nicht in Frankreich, er war an der Kanalküste, also vis-à-vis von Großbritannien und war dort bei der Artillerie, ist Gefangenschaft dann auch gekommen. Kurzum, also das wusste ich. Ich wusste, dass ein Onkel, der Soldat war, dass der sich Mitte März 1945 nochmal sich an die Front zu begeben und offensichtlich ist er dann bedroht worden, dass man ihn verraten werde und dann hat er sich doch gestellt. Es kam ein Bombenalarm und dann ist er in den Bunker gegangen mit seiner Freundin, die ihn zum Bahnhof begleitet hat. Und dann hat eine Streife der Wehrmacht gestanden, hat hier 5 Tage zu spät ihn gepackt und vor dem kleinen Städtchen dann sofort erschossen. Also es gab auch ein Opfer sozusagen in der Familie, aber es wurde nicht drüber gesprochen. Es ist absolut geschwiegen worden drüber. Und mein Vater hat, wie gesagt, dann 68, als die Warschauer Paktstaaten unter Führung der Sowjetunion in Prag einmarschiert ist, hat mir dann einen Brief geschrieben. Ich hätte vorne auf den Panzer mit drauf gesessen und er würde mich nicht mehr als seinen Sohn betrachten. Ich dürfte das Elternhaus nicht mehr betreten und ich würde enterbt. Meine Vorstellung, dass die DDR das bessere Deutschland sei, die hatte sich schon durch verschiedene Erfahrungen zersetzt und hatte sich aufgelöst. Und für mich war dieser Einmarsch in Prag dann der entscheidende Punkt, mich also von diesem stalinisierten Kommunismus zu distanzieren. Ich habe im SDS eine Resolution vorgelegt, die dagegen scharfen Protest eingelegt hat. Aber das wusste mein Vater alles nicht, sondern für den war als Antikommunist klar, dass ich auch diesen Einmarsch gut finde. Und ich durfte nicht mehr nach Hause und ich habe dann 88, 20 Jahre später, dies zum Anlass genommen, diesen Brief, den ich nie beantwortet hatte, den mit einem Film für den Westdeutschen Rundfunk zu beantworten, habe dann einen Schauspieler dorthin gesetzt, den ich immer wieder anspreche als meinen Vater, so in der Alltagssituation. Und mein Vater sagt, du hast auch natürlich Bilder gehabt, 68 oder 65, 66, Scharbesuch und sowas, aber die hast du aus zweiter Hand gekriegt, mich hast du nie gefragt, warum ich in den SDS gegangen bin zum Beispiel. Du hast dich nicht dafür interessiert, warum ich in Paris gewesen bei der Mai-Revolte. Das hast du alles nicht wissen wollen. Jetzt zeige ich dir mal, warum ich da war und was ich dort gemacht habe. Das ist so die Geschichte dann von 65 bis 68, die ich da in diesem Dialog noch einmal Revue passieren lasse, am Beispiel der Universität Bonn und am Beispiel unserer Aktionen. Und dann gibt es einen kurzen Schluss, wo ich dann sage, als dann alles vorbei war, und ich dann noch in so einer maoistischen Parteisekte auch das hinter mir hatte, wie dann mein Verhältnis jetzt zur Revolution ist und was ich denn von der Zukunft erwarte. Und so endet dann der Film mit meiner Position 88 und umschließt also eine Phase von 60, als ich an die Uni gegangen bin, bis 88, also von fast 30 Jahren. Der Film ist, wie gesagt, autobiografisch und lässt so ein bisschen etwas von den Gefühlen und von den Leidenschaften und von den Ansichten, die uns damals bewegt haben, lässt das verspüren. Und ich habe ganz wenige Interviewpartner, nur meine damalige Lebensgefährtin und erste Frau, die ganz als junge Studentin dann an die Uni kam, dann 67 und erst das gar nicht verstehen konnte, was da abgelaufen ist und dann plötzlich in die Geschichten reinkam und selber dann auch Mitglied wurde des SDS. Und an einem Professor, der uns unterstützt hat und unserem ASTA-Chef, als wir den ASTA gewonnen haben, den Allgemeinen Studentenausschuss besetzt haben und ein Journalist, der sich kritisch dann äußert über mich und über uns. Also ganz wenige Interviewpartner, aber sehr intensiv und in langen Einstellungen und wo immer ich den Film aufgeführt habe, ist das ein sehr bewegendes, anregendes Erlebnis gewesen, weil die meisten sofort das natürlich in ihre eigene Familie übersetzt haben, wie ihr Verhältnis zum Vater und zur Mutter war, die ja alle in der Zeit des Faschismus groß geworden sind und Familien gegründet haben. Und insofern ist das eine sehr aufregende Reise,
zurück in den Faschismus und in die Nachkriegszeit vor allen Dingen, die ja in Westdeutschland eine war, in dem der Faschismus allgegenwärtig war. Alle Beamten waren wieder integriert, alle Nazi-Eliten waren wieder an führenden Positionen, die Richter, die Lehrer, die Professoren, die Wirtschaftskapitäne, die Sicherheitsdienste, Bundeswehr, Generäle, Polizei, Geheimdienste. Sie haben immer wieder beschrieben, wie sehr die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus für Sie da eine zentrale Stellung eingenommen hat. Und das ist ja eine Auseinandersetzung, die Sie auf unterschiedlichen Ebenen geführt haben. Auf der einen Seite eben mit den Institutionen in der Bundesrepublik Deutschland und auf der anderen Seite aber auch mit dem eigenen Vater, mit der eigenen Familienvergangenheit. Sie beschreiben, wie diese Auseinandersetzung tatsächlich auch Folgen gehabt hat für Sie. Jetzt gab es ja nicht nur Studenten und Studentinnen, die sich mit diesen Themen auseinandergesetzt haben, sondern zentral in Frankreich gab es ja mit Adorno und Horkheimer welche, die auch sich mit der nationalsozialistischen Vergangenheit auseinandergesetzt haben. Soweit ich weiß, ist die Erziehung nach Auschwitz von Adorno 1966 erschienen. Inwiefern hat denn diese Auseinandersetzung und die, insbesondere die Auseinandersetzung in Frankfurt da für Sie auch eine Rolle gespielt? Es hat ja eigentlich zwei SDS gegeben. Der SDS, der abgespalten wurde, rausgeschmissen wurde aus der SPD, das war eine Generation, die vor dem Krieg geboren wurde. Die hat also als Kinder, als frühe Jugendliche noch den Nationalsozialismus mitbekommen. Währenddessen wir 41 bis 49 Geborene, also wir haben vom Nationalsozialismus, ich war 3, als der Krieg in die Endphase dann ging, 4, als die Kapitulation erfolgte. Ab 65 hat es im SDS eine neue Strömung gegeben, die zwar Adorno Horkheimer kannte, aber die sie nicht danach ausgerichtet hat. Adorno und Horkheimer hatten aufgrund ihrer Situation im amerikanischen Exil und des Siegs des Faschismus in Deutschland, haben eine Position vertreten, auch der kapitalistischen Situation, der Form des kapitalistischen Systems in den USA, Roosevelt, der ja quasi eine Form von kontrolliertem Kapitalismus etabliert hat, aufgrund der großen Weltwirtschaftskrise. Und ihre These war, es gibt keine Praxis, die Theorie ist die Praxis. Und 65 hat sich in Berlin eine neue Form durchgesetzt, des Westberliner SDS, die sich Anti-Autoritäre nannten und die gezeigt haben, dass es sehr wohl eine Praxis gibt. Ja, also an den Hochschulen, die angefangen haben, Hochschulpolitik zu machen in Westberlin und dann sofort natürlich dann nicht im Sinne der Gründung der Freien Universität als einer antikommunistischen Hochschule, dann eine Politik gemacht haben, die sich dann eher am Marxismus orientierte und gleichzeitig aber immer praktisch war. Die Studenten konnten Erfahrungen machen in den Konflikten mit der Hochschulleitung. Die Räume wurden verweigert, es wurden Urabstimmungen verweigert und. Und das ist ein Vorbild und ein Modell also auch für die SDS-Gruppen in Westdeutschland geworden, für dieser Generation, zu der ich gehörte. Und Horkheimer und Adorno sind keine Leitfiguren gewesen, sondern wir haben uns orientiert an Marcuse, der auch zu diesem Institut für Sozialforschung im Exil in den USA gehört hat, aber der aufgrund seiner Erfahrungen in den USA, vor allen Dingen mit dem Protest und dem Widerstand der Farbigen in den USA, die dann mit gewaltlosen Aktionen versucht haben, ja ihre Menschenrechte eigentlich überhaupt erstmal zurückzukämpfen. Das war ja alles minderwertig, das war ja alles Untermenschen. Und Marcuse hat nach solchen Bruchstellen gesucht in diesem eigentlich hermetischen System des Spätkapitalismus, des Wohlfahrtsstaates, wie er es genannt hat, wo es durch diese Staatsintervention gelungen ist, dann Krisen auch abzudämpfen, den Arbeitern ein höhere Löhne dann auch zu konzedieren, ihnen mit dem Konsum, dem absoluten, der Öffnung zum Konsum hin dann eigentlich auch das Gefühl vermittelt haben, es gibt keine Klassen mehr, sie können sich alles leisten und so weiter und so weiter. Also das Ganze ein hermetisches System und Marcuse war derjenige aus dieser Frankfurter Schule, der versucht hat, Bruchstellen zu finden, der auch auf die dritte Welt hingewiesen hat. Es gab ja eine globale Auseinandersetzung, nicht? Die kubanische Revolution ist 1956 gelungen. Eine kleine Avantgarde-Gruppe hat es geschafft, eine autoritäre Diktatur zu stürzen. Es gab den Vietnamkrieg, wo ein Volk, was keiner auf der Rechnung gehabt hat, die Vietnamesen es geschafft hat, die stärkste ökonomische und militärische Macht der Welt in die Knie zu zwingen. In Angola, Mosambik, in den portugiesischen Kolonien setzten sich die gleichen Prozesse in Gang. Die Entkolonialisierung ist ja eine mit bewaffnetem Kampf
mit Unabhängigkeitsbewegungen ein erkämpftes weltgeschichtliches Ereignis gewesen. Und Marcuse hat diese ganzen Geschichten sehr sorgfältig studiert und er hat quasi die Umrisse eines Modells entwickelt, was Rudi Dutschke dann übernommen und weitergedacht hat. Und insofern ist unsere Entfernung von der Frankfurter Schule ist eigentlich immer größer geworden. Ich habe also Adorno erst lange nach der SDS-Geschichte wirklich entdeckt, gerade die Schrift, die Sie zitiert haben und andere Schriften von ihm. Ich habe dann auch Bloch erst entdeckt und ich habe dann Stücke von Horkheimer dann erst gelesen. Wir waren sehr praxisorientiert, weil dies alleine Bewusstsein geschafft hat von Freiheit, von Möglichkeiten, auch von kritischem Denken überhaupt, das Bestehende nicht als vernünftig anzusehen, sondern als irrationalen Ausdruck des irrationalen kapitalistischen Systems, als falsches Bewusstsein über die wirkliche Lage. Das ist für uns entscheidend gewesen, kritisch zu denken und das in der praktischen, im praktischen Kampf zu erfahren, uns Räume von Freiheit, von Gegenmacht an den Universitäten und dann auch außerhalb dann zu schaffen. Da gab es andere, da war Che Guevara wichtig, der die Erfahrung der kubanischen Revolution dann auch in einem programmatischen Text zusammengefasst hat. Es war Franz Fanon war wichtig, ein Psychiater, der in Nordafrika lebte und der die algerische Befreiungsbewegung maßgeblich mit unterstützt hat, die eine der modellhaften neben dem vietnamesischen Befreiungskampf gegen die US-Amerikaner. Das waren für uns dann auch Theoretiker, die auf die aktuelle Welt Bezug nahmen, die in Auflösung war. Die alten Strukturen schienen sich zu zersetzen und es schienen neue Konstellationen aufzutauchen. Währenddessen die Frankfurter Schule dann nach Frankfurt zurückgekehrt, doch eigentlich als Basis nur die Exilsituation hatte. Also eine Situation, wo dann auch die westliche Welt eine Zeit lang in der Defensive war, angesichts dieser ganz Europa besetzt haltenden faschistischen Weltmacht Deutschland. Das waren unsere Orientierungspunkte, das waren die Texte, die wir gelesen haben. In den Erinnerungen an 1968 ist die Auseinandersetzung der Studenten und Studentinnen mit der nationalsozialistischen Vergangenheit immer wieder zentral. Jetzt gab es 68 ein Ereignis, das vielleicht auch nochmal so ein bisschen einen anderen Aspekt dieser Auseinandersetzung markiert, nämlich das Attentat auf Rudi Dutschke im April 1968, was ein Attentat gewesen ist, was von einem Neonazi verübt wurde, beziehungsweise jemanden, der zumindest Kontakte zu neonazistischen Kreisen hatte und ja seine Informationen aus neonazistischen Blättern bezogen hat. 1964 war die NPD gegründet worden. Wie haben Sie denn diese Entwicklung zu dieser Zeit wahrgenommen? Inwiefern war das auch sozusagen vielleicht ein Schub des Nationalismus in dieser Zeit? Also für uns war die Gefahr einer Refaschisierung zentrales Moment unseres Kampfes, also jedenfalls für uns in Bonn, unsere Gruppe in Bonn. Es gab den Frankofaschismus, es gab den Salazar-Faschismus in Portugal, der Putsch der Obristen in Griechenland 68. Also es gab in Europa den Faschismus, es gab die NPD. Die NPD hat ja damals rasant verschiedene Landtagswahlen dann einfach auch siegreich bestanden. Die war mit 7%, 8%, 9%, das war die höchste Quote in Baden-Württemberg. Die war also in fast allen Länderparlamenten vertreten und es gab dann 68, gab es dann den ersten Bundestagswahlkampf, wo sie dann auch in den Bundestag einziehen wollte. Und wir haben uns in Bonn also handfest auseinandergesetzt mit der NPD. Ich weiß, wir kriegten Nachricht von einem geheimen Treffen in einem großen Lokal in Bonn. Wir sind über eine Hinterstiege, über Kontakte zu Kellnern, die also mit uns sympathisiert haben, dann in diese Versammlung rein, haben die gesprengt sozusagen und sind dann gepackt worden vom Sicherheitsdienst dieser NPD und sind dann über die Treppe, wo wir hochgestiegen waren, dann wieder runter geschmissen worden. Also lebensgefährliche Geschichten. Wir haben in der Beethovenhalle, was das große Kulturzentrum, ein Haus für große Aufführungen klassischer und moderner Musik. Wir haben eine Veranstaltung der NPD dort gesprengt. Also das ist ein Thema gewesen. Und das ist natürlich auch ein Thema gewesen, wo dann Gefühle wie Angst, also nicht nur Wut, sondern auch wirklich Angst dann aufkamen, weil in einer postfaschistischen Gesellschaft mit einem postfaschistischen totalitären Personal, Bundeskanzler Kiesinger, Nazi, Lübcke, NSDAP, also der Bundespräsident und so weiter und so weiter. Und für uns ist die Ermordung von Benno Ohnesorg ist natürlich ein Moment gewesen, was aus einer Avantgarde-Gruppe, SDS, Sozialistische Deutsche Studentenbund, dann auf einmal eine Massenbewegung gemacht hat. Und gleichzeitig war es etwas, womit keiner von uns gerechnet hat, dass also der Gegner wirklich schießt auf uns. Und der Tod von Rudi, das Attentat, der Mordanschlag
auf Rudi Dutschke, aus dem natürlich dann auch sein früher Tod, noch nicht mal 10 Jahre später, dann erfolgt ist. Das hat bei uns natürlich dieses Gefühl der absoluten Bedrohung nochmal eskalieren lassen. Und es war völlig klar, dass wir das als Motiv erkannt haben, nochmal das zu inszenieren, was Freikorpssoldaten im Januar 1919 mit Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gemacht haben. Also die führenden, intellektuellen und politisch führenden Personen der Arbeiterbewegung, der deutschen Arbeiterbewegung einfach zu liquidieren. Und das hat verheerende Folgen gehabt für die Entwicklung der Kommunistischen Partei in der Weimarer Republik. Und Dutschke sollte ausgeschaltet werden. Das hat die Springerpresse vorexerziert. Es gab also, als der SDS eine große Vietnamkonferenz in West-Berlin organisiert hat und zum ersten Mal ein Treffen der europäischen Linke, der nicht-stalinistischen Linken, mit trotzkistischen, sozialistischen Organisationen aus ganz Europa, eine Demonstration, eine Vietnam-Demonstration mit 15.000 Teilnehmern unter roten Fahnen, unter Vietcong-Fahnen, mit den Porträts von Luxemburg, Liebknecht, Ho Chi Minh, Che Guevara. Dann hat die Westberliner, der Westberliner Senat einen riesen Staatsakt gemacht mit 80.000 Teilnehmern. Alle privaten Firmen haben ihre Arbeit dahin geschickt, alle staatlichen Firmen wurden dahin gekarrt. Der regierende Bürgermeister hat gesagt, Achtung, keine Lynchjustiz bitte, aber jeder soll helfen, der Polizei Störenfriede festzustellen und festzunehmen. Und das war sozusagen der Freibrief. Und die Springerpresse, vor allem die Bild-Zeitung, hat also richtig gehetzt. Er hat gesagt, überlassen Sie bitte Bürger Westberlins, überlasst nicht die Arbeit, die Drecksarbeit nur der Polizei, heißt, mischt euch selber ein. Und es ist dort zu einer richtigen Pogromstimmung dann auch gekommen. Und es sind 100 junge Leute, die man für SDS-Mitglieder hielt, sind also dann dort verprügelt worden. Jemand, den man zu Dutschke gemacht hat, obwohl Dutschke in Amsterdam gerade war, einen Vortrag hielt, der ist zu Dutschke gemacht worden, der wäre fast totgeschlagen worden. Und diese Pogromstimmung und diese Lynchjustiz, die dort also dann stattfand und von den großen, seriösen, liberalen Bundesdeutschen Zeitungen auch entsprechend so beim Namen genannt wurde, das ist dann der Vorlauf gewesen, in dem dann so eine Figur wie Bachmann auftaucht, der in einer Gruppe sozialisiert worden ist in der Nähe von Hannover, die NPD zu lasch und zu wenig militant war, die also über einen Schießplatz verfügt haben, die dort geübt haben, die Waffen, Munition hatten, die den Bachmann damit ausgestattet haben, wann immer er Waffen, Munition wollte. Wie gesagt, Bachmann ist nach dem 2. Juni 67 zwei Monate nach Berlin gegangen, um dort das Klima dann wahrzunehmen und die Auseinandersetzung wahrzunehmen. Er hat eine DDR-Vergangenheit gehabt, ist geflüchtet, hat absolut schlechte Erfahrungen mit der DDR-Justiz gemacht. Ein Onkel, der für ihn eine Vaterrolle eingenommen, den er geliebt hat, ist ins Zuchthaus abtransportiert worden und so weiter. Also der ist dann sozusagen Teil dieser Lynchmeute dann gewesen und hat also aus freien Stücken nicht im Auftrag, aber als Vollzugsorgan sozusagen dieser Meute, ja, dieses Mobs, hat dann also Rudi Dutschke dann das Attentat unternommen. Und das war für uns völlig klar, jetzt geht's nicht mehr hier um Spaß, jetzt geht es nicht mehr hier um Hochschulpolitik, jetzt geht es nicht mehr um Demonstrationen und Propagierung. Also Marx war für uns natürlich eine absolute Pflichtlektüre, nicht mehr um Studien über den Kapitalismus und Überlegungen, wie man dieses System stürzen kann, sondern hier geht es um Leib und Leben. Und hier geht es darum, unsere führenden Genossen sollen ausgeschaltet werden. Und das hat natürlich dazu geführt, dass dann eigentlich die erste Phase, die man so als eine demokratische Revolution oder eine demokratische Bewegung nennen könnte, dass die dann eskaliert ist und Rudi Dutschke auch hatte daran natürlich einen großen Anteil, weil er die Revolution gedacht hat und weil er die Revolution vorbereiten wollte. Und dann ist dann durch diesen zweiten Mordanschlag hat sich diese demokratische Phase eskaliert und es ist dort dann eine sehr gewalttätige Phase dann eingetreten. Die Notstandsgesetze sind, die für uns Ermächtigungsgesetze waren, wie die von der Hitler-Regierung damals inszenierten.
Gesetze, die Notstandsgesetze sind verabschiedet worden mit Mehrheit, CDU und SPD Mehrheit. Der Vietnamkrieg ging weiter. Die Dubček, wie gesagt, ein bestimmtes Modell von Sozialismus ist zerstört worden durch die Invasion. Die Mai-Revolte in Paris ist niedergeschlagen worden. Martin Luther King in den USA ist ermordet worden. Also das war dann einfach eine Phase der Verzweiflung, wo wir uns in einer wirklich handfesten, manifesten Gegenwehr gesehen haben, wo es Bestehen oder Untergehen ging. Und diese Phase, die konnte nur mit einer Niederlage enden. Der SDS hat sich 69 faktisch aufgelöst. Und dann kam eine Phase, die, wenn ich heute dran denke, die eigentlich mit kritischem Denken nichts zu tun hatte. Wir haben uns dann aufgelöst und umgewandelt in studentische Parteisekten, die maoistisch orientiert waren und die alles das, was wir vorher als kritisches Denken propagiert haben, natürlich hat vergessen lassen oder sozusagen als Abweichung dann auch gebrandmarkt hat, sondern es wurden die alten Modelle von Revolutionen aus den 20er Jahren wurden wieder aufgetischt oder die letzten Weisheiten von Mao Zedong wurden dann aufgetischt, absolut rigide, autoritär. Das kumulierte natürlich dann mit dem deutschen Herbst, also mit dem bewaffneten Kampf dieser Bader-Meinhof-Gruppe, die nicht das Konzept des SDS war. Rudi Dutschka hat sich scharf abgesetzt gegen jeden bewaffneten Kampf in den kapitalistischen Metropolen und hat gesagt, dass der Ort des Kampfs mit der Waffe ist in der dritten Welt, in den sich befreienden Ländern der südlichen Hemisphäre. Aber das hat sich dann, wie gesagt, ist dann umgeschlagen in einen autoritären Epilog der Studentenbewegung. Als einzigen rationalen Grund kann ich heute sagen, wir haben uns geklammert aneinander. Wir haben eine Organisation gesucht, wo wir geschützt waren, wo Solidarität war, wo man auch überlegen konnte neu, wie geht's weiter. Für mich war es keine verlorene Zeit, weil ich Zeit gehabt habe, dann auch mich endgültig von diesen autoritären Formen einer Parteiorganisation, revolutionären Parteiorganisation zu trennen und einen Weg gefunden habe, dann als autonomer Intellektueller dann auch meine Front zu finden und meinen Kampfplatz zu finden. Aber es ist dann schon in dem bedrückend. In dem Film, wo ich eine Resolution vortrage für eine von Rosa Luxemburg beeinflusste Form von Sozialismus, findet statt, diese Szene findet statt vor einem Bild von Mao Zedong, der nun wirklich mit Freiheit und Emanzipation wenig im Sinn hatte, sondern einfach kein Stalinist war, sondern ein totalitärer Maoist war. Meine abschließende Frage würde vielleicht auch nochmal genau auf diesen Umschlagpunkt sich beziehen, den Sie jetzt beschrieben haben und das auch verbunden eben nochmal mit der Frage der Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit. Denn ich glaube, dass es der Studentenbewegung ja hoch anzurechnen ist, dass sie das quasi forciert, dieses Thema, die nationalsozialistische Vergangenheit und auch die Kontinuität, dass sie das in die öffentliche Auseinandersetzung zentral reinbringen. Aber ich habe das Gefühl, dass auch genau das ab einem bestimmten Punkt umschlägt, nämlich dann, wenn es darum geht, dass ja sozusagen in einem Anti-Imperialismus in gute und schlechte Völker eingeteilt wird oder dass man sich an nationale Befreiungsbewegungen dann orientiert und bis hin zur Flugzeugentführung von Endeppe, wo ja dann linke Terroristen jüdische und nicht-jüdische Passagiere voneinander getrennt haben, alles das aber mit einem antifaschistischen Selbstverständnis versehen. Wie haben Sie diesen Umschlagpunkt denn wahrgenommen und inwiefern hat das auch für Ihre Auseinandersetzung dann noch eine Rolle gespielt? Ich finde das natürlich eine unselige Entwicklung. Einziges Moment kann ich sagen, dass wir damals irgendwie uns aneinander geklammert haben, Schutz gesucht haben in Organisationen, die uns erlaubt haben, also Teile unseres Kampfes fortzusetzen, den anti-imperialistischen Kampf vor allen Dingen, also gegen den Vietnamkrieg und gleichzeitig versucht haben, auch die Nähe der Arbeiterklasse zu suchen, so, was in Bonn sehr schwierig war, weil es da zwei kleine mittlere Fabriken nur gab und Arbeiterklasse in dem Sinn nicht existierte. Das ist eine Form gewesen, die gleichzeitig, das muss man auch sehen, die gleichzeitig dann auch, als sie sich dann auflöste, das ging relativ schnell, dass sich das, also der scheinhafte Charakter dieses Rückgriffs auf alte, überlebte Formen von politischem Kampf, die dann aber gleichzeitig auch ermöglicht hat, dass dieselben Leute dann plötzlich auftauchten in den Gruppen, die sich gebildet haben gegen die Atomkraftwerke in der Bundesrepublik oder die sich in der Friedensbewegung dann wiederfanden. Also es um die Stationierung nicht der
der Mittelstreckenraketen, atomaren Mittelstreckenraketen gab. Das sind dieselben, das sind wir 68er gewesen, die in diesen Initiativen dann wieder auftauchten. Oder die ganzen Formen, die dann stattfanden von Landkommunen oder von Kindergärten und so weiter. Also es ist eine Vielfalt von Formen des Widerstands, die sich dann dort entwickelt. Also insofern, und das muss scharf getrennt werden, das muss ich wirklich sagen, also von alledem, was die RAF dann oder 2. Juni oder die dritte Generation nicht dieser Terroristen gemacht hat. Die USA waren also die imperialistische Weltmacht. Und entsprechend wurde Israel dann betrachtet, nicht als der Satellit, als der Delegierte, der Stellvertreter, nicht dieser US-amerikanischen Weltmacht. Und die Palästinenser waren die Opfer und die Palästinenser waren die Heroen. Und das ist natürlich eine Blindheit. Es ist denen nicht in den Sinn gekommen. Und das zeigt natürlich, wie schwach die Beschäftigung auch war, vor allem in der zweiten Phase ab 65, mit den Opfern des Faschismus. Im Zentrum stand der Kampf gegen die Täter und die Opfer sind darüber vergessen worden. Und indem man den Kampf der Palästinenser unterstützt hat, hat man gleichzeitig dem Israel das Lebensrecht, die Anerkennung des Lebensrechts verweigert und hat sozusagen die ganze Geschichte der Ansiedlung, der Heimat für die überlebenden europäischen Juden, das hat man alles gekascht und wollte man nicht sehen. Das ist natürlich ein absolutes politisches Versagen und eine absolute Geschichtsvernichtung auch. So, diese Täterfixierung, man muss die verstehen. Wir haben, als diese 150-Jahre-Feier der Universität Bonn war, haben wir eine Festschrift herausgegeben vom SDS. Und in dieser Festschrift taucht die Geschichte der vertriebenen jüdischen Professoren an der Universität Bonn taucht gar nicht auf. Es sind 12 Professoren sind vertrieben worden. Zum Teil haben sie es geschafft in die Emigration, zum Teil nicht. Dort taucht als Held auf ein marxistischer Geschichtsprofessor, beziehungsweise er war Assistent damals, Mittelbau, Dozent, der eine Widerstandsgruppe gebildet hat an der Universität und außerhalb der Universität. Die flog dann auf, er wurde verhaftet, ist in ein kleines Städtchen in der Nähe von Bonn ins Gefängnis, dann ist zur Haft verurteilt worden und hat bis 1945 also in Haft gesessen. Das ist der Held, der dort auftaucht. Und die jüdischen Professoren, die Opfer tauchen nicht auf. Also das zeigt natürlich auch dann eine absolute Verengung, wo ich mich dann auch natürlich frage, also kritisches Denken, was ich damals dann mühsam gelernt habe, mich also befreit aus diesen ganzen Zwängen, wusste, dass es Opfer gibt. Die Wehrmachtsverbrechen, die tauchten sowieso noch gar nicht auf in der Öffentlichkeit. Es war alles fixiert auf den Holocaust. Aber wirklich nur aus dem eigenen Erleben, dem familiären Erleben und aus dem Erleben und der Wahrnehmung der Bonner Politik, wo die ganzen Täter ja wieder in Amt und Würden waren, uns fixiert auf diese Täter und auf die Opfer eigentlich keinen Blick geworfen haben. Und nur aus diesem politischen Kontext ist dann auch zu verstehen, dass sich sowas wie die RAF dann entwickelt hat, mit dem, was Sie eben richtig zitiert haben, dass die Juden und die Nichtjuden dann geteilt und getrennt werden, oder? Auch natürlich dann Anschläge auf das jüdische Kulturzentrum dann, die von Kunzelmann, einem Mitglied des SDS, dann initiiert und dann auch mit angeleitet wurden. Das sind Fehlentwicklungen, die aus so einer Eindimensionalität der Wahrnehmung dann und als Ergebnis auch von Geschichtsvernichtung und Nichtwahrnehmung der Ambivalenz und der komplizierten Lage, dass ein von Palästinensern besetztes und seit Jahrhunderten als Heimat betrachtetes Land, dass das plötzlich von der englischen Mandatsregierung dann, dass dort geöffnet wird, den Zuzug von jüdischen Siedlern auch, und die UNO das Ganze dann auch akzeptiert, diese Trennung. Also das ist ja eine sehr komplexe Geschichte, und das hätten wir eigentlich mit dem Anspruch kritischen Denkens, wir hätten beides wahrnehmen müssen. In der Masse des SDS sind da in diese Täterfixierung dann auch geraten. Und die RAF und andere terroristische Gruppen, die sich danach gebildet haben, haben das dann sozusagen dann auch bis hin in die Nähe von antisemitischen Verhaltensweisen geführt. Ja. Also das gehört alles zum Komplex 68 dazu, zu den Folgen und auch zu den Fehlern und den Schattenseiten, und das muss mitdiskutiert werden. Neben der großen Erfahrung, dass es möglich ist, Herrschaft zumindest für 4 Jahre in Frage zu stellen, das Gefühl von Freiheit wirklich dann auch zu haben, die Möglichkeit zu erleben,
man bleibt nicht verfangen in der Wahrnehmung der Außen, der Oberfläche, der Phänomene. Man bleibt kein Opfer der Propaganda der freien Welt, der Propaganda des Sieges der Demokratie und der Menschenrechte, sondern es gelingt zu analysieren, dass diese Formen von Selbstdarstellung Propaganda Teil sind, Teil Propaganda nicht im Kalten Krieg, um also den Gegner sozusagen zu diffamieren. Also das ist ein Gefühl dann auch, wo man in die Lage versetzt wird, Weltzusammenhänge zu verstehen und sein Verhalten entsprechend auszurichten als autonome Persönlichkeit, als autonome Gruppe, als autonome Bewegung und nicht mehr ein Spielball ist, ja, der vom Kapitalismus produzierten, von den Eliten und den Medien und den Wissenschaftlern übernommenen Formen einer Pseudodemokratie, einer Pseudofreiheit, sondern es gelingt Autonomie der Person, Autonomie von politischen Gruppen wirklich für 3 oder 4 Jahre zu realisieren. Das ist unvergänglich und das wird in meinem Leben auch nicht, das werde ich nicht verlieren, diese Erfahrung, aber es gibt die Schattenseiten auch. Der Adorno hat an seinem letzten Lebenstag hat er einen Brief geschrieben an einen Freund, der sinngemäß so lautet: Ich bin der Letzte, der die Meriten der Studentenbewegung nicht sieht, die darin bestehen, dass sie den widerstandslosen Übergang zur verwalteten, eindimensionalen Welt, also der Welt, die mit dem falschen Bewusstsein vegetiert oder lebt, aber diesem wohnt auch ein Wahn inne, ein Wahn, der totalitäre Züge hat. Und das ist eigentlich in diesen wenigen Sätzen von Adorno, ist das Geheimnis und ist der Erfolg und ist auch das Scheitern von 68 auf eine brillante Weise und eine präzise Weise zusammengefasst. Das sagt an dieser Stelle Hannes Heer. Eine weitere Nachfrage werden wir jetzt unterlassen, auch aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Eine Möglichkeit zur Nachfrage gibt es allerdings in Halle demnächst, genau am 5. Juni. Da wird der vorhin schon angesprochene Film Mein 68, eine Diskussion, verspäteter Brief quasi an den Vater von Hannes Heer, gezeigt im Sassi. Und anschließend gibt es eine Diskussion, davor noch den Vortrag von Hannes Heer, das Ganze Anfang Juni dann im Kino Sassi in Halle. Ich danke. Wir danken Hannes Heer für die Zeit und für den sehr intensiven Einblick, auch das, was bedeutete denn das Jahr 68 für Hannes Heer, der Historiker wurde und zum Beispiel auch bekannt geworden ist dadurch, dass er die Ausstellung zu den Verbrechen der Wehrmacht in Deutschland gezeigt hat, mit den Anfeindungen und allem drum und dran, was es da gab. Auch das nochmal die Möglichkeit für ein weiteres Gespräch an sich. Dennoch danke, dass wir das hier abbrechen. Dennoch danke Hannes Heer für die Zeit und für den Einblick. Danke und ein Gruß nach Halle. Tschüss.